Morgen, Leute. Guten Morgen, Mensch, habe ich gut geschlafen. Guten Morgen alle miteinander. Alina, Leonie. Oh Gott, meine Mutter kommt hoch. Schnell, versteck dich irgendwo. Wo denn? Unter dem Bett, los. Da passe ich nicht drunter. Dann hier, schnell, hinter die Couch. Okay, das ist ein gutes Versteck. Also ich gehe jetzt runter zum Stall. Wenn ihr mit wollt, könnt ihr mitkommen. Und ach so, noch was. Ich habe gerade einen Bericht im Fernsehen gesehen. Es ging da um ein 15-jähriges Mädchen, welche mit ihrem Pferd abgehauen ist. Sie wohnt ein paar Orte weiter weg von uns. Ihre Eltern, die machen sich riesengroße Sorgen und hoffen auf jede Hilfe, die sie finden können, damit sie das Mädchen finden. Sie heißt Rosalie und ist 15 Jahre alt. Als ich den Bericht sah, musste ich fast heulen. Alle aus ihrer Familie vermissen sie. Sie wurden alle interviewt, also Oma, Opa, Familie, ihre Schwester. Ihre Schwester vermisst sie am meisten. Sie hat richtig geweint, die ganze Zeit. Das hätte mir fast das Herz zerrissen. Na gut, Mädels, wenn ihr mitkommen wollt, könnt ihr mitkommen. Wenn nicht, könnt ihr ja später dazu kommen. Ihr müsst noch die kleinen Kinder führen, also die von der Pony-Eingewöhnungsstunde. Aber das erst in circa 2 Stunden. Rosalie, du kannst rauskommen. Mama ist weg. Aber als ob da jetzt sogar schon ein Bericht im Fernsehen über mich gekommen ist. Wie schnell hat sich denn das Ganze verbreitet? Ich meine, da müssen ja wirklich Leute hingegangen sein und mich als vermisst gemeldet haben. Meine Eltern haben mich als vermisst gemeldet? Das kann ich mir bei denen gar nicht vorstellen. Ich dachte, die sind froh, wenn sie mich los sind. Leute, ich bin gerade auf Instagram und meine ganze Timeline ist voller Rosalie vermisst, wer hat sie gefunden? Beiträge. Ich glaube, das solltet ihr euch mal anschauen. Als ob das so ist, als ob sich das so schnell verbreitet hat. Oh Gott, meine Eltern machen sich ja wirklich Sorgen um mich. Was soll ich jetzt nur tun? Warum liegt das ganze Zeug denn hier auf dem Boden? Das ist die Decke von Rudi und 2 Heu- und 2 Strohballen. Wie kommen die denn daher? Und bilde ich mir das jetzt nur ein oder steht da wirklich ein wildfremdes Pferd bei uns am Stall? Ich kenne dieses Pferd nicht, aber irgendwie kommt es mir total bekannt vor. Wenn ich doch nur wüsste, woher ich dich kenne. Na ganz toll, und das machen wir jetzt? Ich meine, wenn ich meinen Eltern jetzt Bescheid gebe, dass ich hier bin, nehmen sie mir Bella eh weg. Ich meine, sie sind zwar froh, dass ich wieder da bin, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann, dass sie sich wirklich Sorgen um mich machen. Aber was soll ich tun? Ich will Bella nicht verlieren. Ach, Rosalie, ich weiß es nicht. Aber ich denke, es wäre wirklich besser, wenn du deinen Eltern Bescheid geben würdest, dass du hier bist. Ich meine, früher oder später finden sie es eh heraus. Man wird dich früher oder später eh finden. Egal ob früher oder später. Das ist wirklich egal. Es kommt aufs Gleiche hinaus. Wenn sie jetzt sagen, dass sie dir Bella wegnehmen, dann nehmen sie dir wahrscheinlich auch später weg, wenn sie dich hier finden. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ja gut, ich weiß, wie du das Ganze meinst, aber ich will einfach nicht. Ich will die Zeit mit Bella noch genießen. Ich will nicht, dass sie mir gleich weggenommen wird. Aber schau mal, deine ganze Familie vermisst dich. Deine Großeltern, deine Eltern und deine kleine Schwester. Ich denke, es wäre das Richtige, ihnen Bescheid zu geben, dass du hier bist, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen. Und ich denke, dass die Strafe geringer ausfallen wird, wenn du ihnen das jetzt gleich sagst, anstatt später, vielleicht in so 1 bis 2 Tagen. Vielleicht schicken sie auch schon die Polizei los, man weiß es ja nicht. Und das wäre sicherlich nicht so gut. Oh Gott, Polizei? Auf keinen Fall. Aber wie soll ich denn meinen Eltern Bescheid geben? Ich meine, ich habe ja kein Handy oder sowas dabei. Das habe ich extra zu Hause gelassen. Wir haben ein Telefon. Das kannst du gerne benutzen.
Aber vielleicht sollten wir erstmal unserer Mutter Bescheid geben, dass du hier bist. Das wäre vielleicht angebracht. Hallo, Mama. Ach, hallo, Alina und Leonie. Ganz ehrlich, ich bin hier runtergekommen. Hier lagen einfach Heu und Strohballen mit einer Pferdedecke, also die von Rudi. Und dann drehe ich mich um und sehe dieses wildfremde Pferd in der Box. Könnt ihr mir vielleicht erklären, was das da zu suchen hat? Das ist mein Pferd. Und wer bist du? Du kommst mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann dich nicht ganz zuordnen. Ich bin Leonie und das ist mein Pferd Bella. Leonie? Bella? Bist du das Mädchen, das vermisst worden ist? Sag mal, was machst du denn hier? Mama, wir können dir das erklären. Aber ich würde sagen, das machen wir später. Jetzt rufen wir erstmal die Eltern von Rosalie an. Okay, ich nehme mein Handy, das geht schneller. Könntest du mir dann die Nummer von deinen Eltern geben? Ja, klar. Das wäre die 0355387870. Okay, dann rufe ich sie jetzt mal an. Oh nein, ich habe solche Angst. Was wird jetzt nur passieren? Was wird aus Bella? Ach, keine Sorge. Alles wird gut. Und das war die richtige Entscheidung. Okay, Ja, klar. Kommen Sie dann vorbei, wir warten hier. So, Rosalie, deine Mutter und deine Schwester sind auf dem Weg. Dein Vater kann leider nicht, denn der ist momentan auf Arbeit. Und ja, jetzt müssen wir nur noch warten. Rosalie, da bist du ja wieder. Wir haben uns schon solche Sorgen um dich gemacht. Aber sag mal, warum machst du denn so einen Blödsinn? Warum verschwindest du einfach von zu Hause? Wir haben uns schon so viel Sorgen um dich gemacht. Das glaubst du gar nicht. Ich bin abgehauen, weil ihr mir Bella wegnehmen wolltet. Es ging nicht anders. Wir haben das Geld nicht mehr. Wir müssen sie verkaufen. Aber warum wird dann nicht das Pony von Anni verkauft? Naja, wir mussten uns halt entscheiden und Anni ist halt noch jünger und du bist schon die Ältere und Vernünftigere und... Ach, spar dir das. Ich weiß doch, dass Anni euer Lieblingskind ist. Wenn das so rüberkommt, dann tut es mir leid. Das stimmt auf jeden Fall überhaupt nicht. Ach ja, und warum bekommt sie dann immer das, was sie haben will und warum bekomme ich nichts? Und warum wolltet ihr dann mir mein Pferd wegnehmen? Ach, okay, es tut uns wirklich leid. Wir haben halt gedacht, du bist eh bald aus dem Haus. Und wir wollten halt Anni auch eine Freude machen. Naja, das war alles ein Fehler. Es tut uns so wahnsinnig leid. Ach, Rosalie, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Laufe bitte nie wieder von zu Hause weg, ja? Wir hätten nie gedacht, dass es so weit kommt. Nur weil wir Bella verkaufen wollen. Und ja, es tut mir einfach so leid, aber ich kann es nicht ändern. Wir müssen sie verkaufen. Wir haben das Geld einfach nicht mehr für zwei Pferde. Es geht nicht. Entschuldigung, aber ich unterbreche Sie nur ungern. Ich hätte vielleicht eine Lösung für das Problem. Okay, und die wäre? Also, wir haben ja auch einen Offenstall und Bella könnte da kostenlos drin leben. Also momentan. Das wäre wirklich Spitzenklasse. Könnten wir vielleicht das Pony von Anni hier auch unterstellen? Dafür könnten wir auch einen Betrag zahlen. Ja klar, können Sie das Pony hier auch unterstellen. Wir haben auch noch einen extra Platz nur für Ponys. Ach, das mit dem Geld, das lassen wir jetzt erstmal. Schauen Sie lieber, dass Sie das andere alles auf die Reihe bekommen. Und dann können wir auch über das Geld später sprechen, vielleicht in einem halben Jahr oder so, wenn es Ihnen besser geht. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Das würde mir wirklich sehr viel helfen. Ja, mit dem Geld sieht es wirklich momentan nicht so gut aus und da geht's uns auch nicht so gut. Wir sind halt wirklich überfordert mit dem Ganzen und ja, die Arbeit macht so viel Stress und mir geht's momentan wirklich nicht gut. Deswegen habe ich dich auch so oft angeschrien, aber das lag nicht an dir, das lag viel mehr an mir. Es tut mir wirklich leid. Das mit dem Geld, das macht mir wirklich so viel zu schaffen. Naja, jetzt ist ja erstmal alles wieder gut und ich hoffe, die Lage bei Ihnen zu Hause und auch mit dem Geld und alles beruhigt sich schnell wieder. Und ich hoffe auch, dass Sie mit Ihrem Job oder mit Ihrer Arbeit, ich weiß ja nicht, was Sie haben, da auch weniger Stress bekommen.
Ja, wissen Sie, das war früher alles nicht so. Ich habe halt eine Gehaltskürzung bekommen und naja, ich werde wahrscheinlich bald entlassen. Wenn Sie wollen, können Sie ja auch hier auf dem Hof ein bisschen mithelfen. Sie würden natürlich auch ein bisschen Geld bekommen. Und ja, wäre das vielleicht was für Sie? Also so als Zweitjob. Oh ja, das wäre wirklich spitze. Na super, dann haben wir ja jetzt alles geklärt. Und ich bin froh, dass alle wieder hier glücklich sind.